us as well. Was geht ab, Leute? Kommt hier wieder zu einem neuen Video. Sorry, ich habe jetzt gerade selbst nicht mal auf die Kamera gedrückt. Die Kamera ist selbst losgegangen. Aber egal, ich bin gar nicht vorbereitet gerade. Ich habe nur gerade die Kamera aufgestellt. Was war jetzt das Thema? Ah, okay, hier haben wir das Thema. Warum es so wichtig ist, einen Skill zu haben und in etwas gut zu sein. Warum das so wichtig ist. Warum ist es so wichtig, einen Skill zu haben? Warum ist es so wichtig, einen Skill überhaupt auszuüben oder gut zu werden in etwas? Warum ist das so wichtig? Betrachten wir mal diese Welt, ja? So, immer mehr Jobs sind unsicher. Gehst irgendwo arbeiten und wirst da rausgeworfen, so. Es wird immer instabiler, diese ganze Infrastruktur, Thema Jobs und was weiß ich alles. Diese ganze Infrastruktur, wie wir sie kennen, geht so langsam kaputt mit Einzelhandelskaufläden und was. Man sieht es ja überall, Läden gehen zu und was weiß ich alles. Du kannst nicht mehr auf dieses System vertrauen. So, dieses System geht nach und nach kaputt, alles shiftet in diese Online-Welt. Ja, und du brauchst einen Skill, den du vielleicht vermarkten kannst, online oder sonst irgendwas. Du brauchst einen Skill. Du kannst dich nicht nur noch weiterhin auf deinen Job verlassen und sonst irgendwas. Ich meine, schön und gut, du machst deinen Job, ja, verdienst deine Kohle, alles gut. Aber es ist keine Garantie, dass du für immer diesen Job da behalten wirst. Das ist leider keine Garantie mehr heutzutage. Das sehen wir überall. Und ich weiß, was ich sage, ich habe die Scheiße auch durchgemacht. Wo ich gejobbt habe, einen Job nach dem anderen, einen Job nach dem anderen, einen Job nach dem anderen. Gerade wenn man jung ist, man wird dann ausgenutzt, da ist man dann 3 Monate, hier ist man 6 Monate, hier mal 9 Monate, hier mal 1-2 Jahre, hier dann wieder 6 Monate, hier dann wieder 3 Monate und die geben dir lauter solche kleinen 3-Monats-Verträge, 6-Monats-Verträge. Ich weiß halt nicht, wie es bei euch ist. Uns ist es halt dann auch so, die dürfen dann halt auch sowas machen. Vielleicht dürfen die das bei euch auch gar nicht machen, wo die 3-Monats-Verträge kommen oder sonst was. Weil das eigentlich auch irgendwie nicht rechtens irgendwie ist. Ich kenne mich da auch nicht perfekt damit aus. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie das Ganze so mit den Rechten ist. Ob man überhaupt 3-Monats-Verträge geben darf, weil ja eigentlich 3 Monate, glaube ich, immer so diese Kündigungsfrist ist oder irgendwas. Oder keine Ahnung, irgendwie, man muss sich ja 3 Monate vorher beim Arbeitsamt melden oder sonst irgendwas, wenn man seinen Job verliert. Das ist halt das Behinderte, das ist halt das Dumme. Deswegen brauchst du einen Skill. Deswegen musst du in etwas gut sein, dass du eventuell mit diesem Skill dann dich verwirklichen kannst, selbstständig vielleicht machen kannst, wenn du das willst. Oder einfach, du baust dir nebenbei etwas auf, was dich dann noch mit stabilisiert. Du hast dann noch ein zweites Standbein dir aufgebaut. Das ist so wichtig. Du kannst nicht nur auf einem fucking Bein stehen bleiben. Das ist instabil. Stell dir mal vor, wir Menschen hätten nur ein Bein. Wir müssten die ganze Zeit da rumhüpfen. Wir wären sehr wackelig unterwegs. Deswegen, du brauchst mindestens mal 2 Beine, 2 Standbeine. Dann kannst du wenigstens mal ein bisschen stabiler stehen. Wenn dann dein Job irgendwie wegfällt, da hast du trotzdem immer noch ein Bein und fällst nicht direkt zusammen, wie die meisten dann. Ja? Deswegen, sichere dich ab. Lerne einen Skill, keine Ahnung, lese Dinge durch, werde in irgendwas gut. Ich kann dir jetzt nicht vormachen, was du lernen sollst. Vielleicht hast du irgendwelche Talente. Übe diese Talente aus, dass sie zu deinen Skills werden. Ich musste auch meine Talente finden und quasi die zu meinen Skills machen. Ich habe mittlerweile dann auch mehrere Skills. Ja, ich kann Dreadlocks machen, das ist ein Skill. Ich kann Menschen unterrichten, ja, den Kampfsport und Fitness zeigen, ja, Ernährung und alles, das ist ein Skill. Ich kann Menschen coachen, kann Probleme lösen, das ist ein Skill. Ich kann Bikes zusammenbauen, reparieren, machen, ja, das ist ein Skill. Was habe ich noch? Es ist in mir, schwebt noch so viel mehr, aber ja, ich kann singen, rappen, das ist ein Skill, ja, könnte man jetzt auch sagen, so künstlerisch begabt und sowas. Videos machen, hier Content Creator, das ist auch ein Skill, muss das auch alles lernen, habe das damals, ich mache jetzt ein bisschen Storytime, wo ich Kampfsport dann angefangen habe, habe ich dann angefangen auch parallel dazu, so Videos zusammenzuschneiden, so Kampfsport-Videos halt, wo ich dann im Sandsack bin, wo ich am Kämpfen bin, wo wir Sparring machen und alles, ja, so, und habe diese Videos dann so zusammengeschnitten, so Trainingsvideos und alles, so Motivationsvideos quasi, so, kann ich ja vielleicht auch mal, wenn es euch interessiert,
in der Zukunft mal hochladen, solche Videos von früher, wenn ich die halt noch habe. Viele habe ich halt löschen müssen wegen Speicherplatz damals und alles, ja, wie das halt immer so ist. Einige habe ich noch, deswegen kann ich auch sowas mal gerne hier hochladen, wenn es euch interessiert, wenn ihr das sehen wollt. Aber ja, du brauchst definitiv einen Skill. Wir sind in einer digitalen Welt jetzt mittlerweile. Du kannst nicht mehr so altbacken bleiben. Ich will da jetzt keinen angreifen, ja, keinen der alten Generation oder älteren Generation so, aber guckt euch diese Welt an. Wir shiften immer mehr in diese digitale Welt. Ja, und die Welt, wie wir sie vorher gekannt haben, ja, schaffe, schaffe, Häusle baue, so sagt man hier im Saarland, so arbeiten, arbeiten, Haus bauen heißt das einfach nur. Ja, ich denke, ihr habt es aber auch verstanden. Ja, das ist nicht so fernab, so schaffe, schaffe, Häusle baue. So, das ist unser Slang, ja, das ist unsere Redensart oder unser Dialekt hier, das Plattdeutsch hier. Ja. Das gibt's nicht mehr, das stirbt immer mehr aus. Das stirbt immer mehr aus, dieses schaffe, schaffe Häuslebauer, dieses ich gehe arbeiten, mach hier Haus, Familie, Hund, Katze, Maus und sowas. Das stirbt aus. Das ist immer mehr am Aussterben. Wir sehen es an der Infrastruktur, an der Inflation, an verschiedenen, generell auch Inflation. Guck mal, alles wird teurer. Du kannst dich nicht mehr nur auf einen Job fixieren, dass du mit diesem einen Standbein da, mit diesem einen Job quasi dich ernährst, versorgst. So, das ist mittlerweile sehr schwierig. Und guckt euch mal auch die erfolgreichsten Menschen an. Guckt euch einen Elon Musk an oder sonst irgendwas oder Jeff Bezos oder wer auch immer, ja. Die haben alle mehrere Einkommensströme. Die verlassen sich nicht nur auf einen Einkommensstrom, die haben mehrere Einkommensströme, weil die auch mehrere Skills haben. Die kennen sich dann mit Finanzen aus, dann kennt er sich noch mit AI aus, dann kennt er sich damit aus, dann kennt er sich hiermit aus, also Elon Musk oder sonst irgendwas mit Autos und was weiß ich alles. Und auch mehrere Skills. Du brauchst am besten mehrere Skills. Und wenn du noch nicht mehrere Skills hast, finde erstmal einen Skill, den du hast. Vielleicht kannst du gut singen. Üb das aus. Vielleicht kannst du gut tanzen, ja? Üb das aus. Und wer weiß, ich mache euch nur Beispiele. Ich mache jetzt dieses eine Beispiel. Du bist sehr gut im Tanzen, du bist eine gute Tänzerin. Wer weiß, vielleicht kannst du irgendwann deine eigene Tanzschule aufmachen damit. Oder kannst Menschen damit unterrichten, gibst Personal Training im Tanzen und kannst somit deine Kohle machen. Und bist somit unabhängig, beispielsweise. Als Kerl, du bist vielleicht gut, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, im Programmieren oder sonst irgendwas und kannst Menschen da eine Webseite machen, ja. Und ich weiß auch, was ich sage. Ich habe so einen Dude sogar auch kennengelernt, der mir die Webseite gemacht hat. Für das Soul Challenge. Wir hatten auch das Gespräch. Ey, du hast einen perfekt zukunftsorientierten Beruf, habe ich ihm gesagt. Das ist perfekt für dich. Guck mal, die digitale Welt und sowas. Du kannst dich damit irgendwann sogar selbstständig machen. Er hat selbst gesagt, Alter, manchmal kriegst du sogar für eine Webseite, kannst du sogar 10.000 Euro verlangen manchmal oder sogar noch mehr. Je nachdem, für wen du das machst. Deswegen, du musst nur manchmal die Chancen ergreifen. Manchmal kriegen wir Chancen, ja, und wir sehen, oh, wir haben hier einen Skill, aber wir üben diesen Skill nicht aus. So, wir haben hier eine Fähigkeit, aber wir üben diese Fähigkeit nicht aus. Wir nutzen diese Fähigkeit nicht. Und das ist eine Schande. Nutze endlich all deine Fähigkeiten, all deine Skills, alles, was du hast. Gib alles. Denn wir leben halt nun mal in dieser Welt. Alles ist so competitive. Also alles ist gerade bei uns Männern ein Kampf, ja. Du bist immer im Kampf gegen andere Männer, ja. Und wenn du halt in einem Umfeld bist, wie soll ich sagen, ja, alles ist eine Herausforderung. Wie soll ich sagen, competitive heißt ja nur, man ist in Konkurrenz. Jeder ist in Konkurrenz, ja. Jeder ist miteinander in Konkurrenz. Das heißt jetzt nicht, du musst da rumlaufen. So versteht mich jetzt nicht falsch und muss mit jedem in Konkurrenz sein. Nein, aber wir sind untereinander alle in Konkurrenz und du musst halt besser werden als die meisten, sonst bist du nur mittlerer Durchschnitt wie alle anderen, ja, die mit dir in Konkurrenz sind. Also ich hoffe, ihr versteht mich. Jeder ist mit jedem in Konkurrenz und wir müssen halt einfach besser werden als die meisten, sonst bleiben wir halt genauso wie die meisten nur im Durchschnitt. Die sich gegenseitig alle so irgendwie bekriegen und oh, ich will besser sein als du. Du musst der Allerbeste sein. Ich habe gestern sogar noch von einem Businessmann so einen geilen Spruch gehört. Das ist Oskar Karem, könnt ihr euch auch reinziehen. Der sagt auch über Business und sowas. Der hat auch so einen geilen Slogan: It's okay to be the best.
Das musst du dir klar machen. Es ist okay, der Beste zu sein. In diesem Skill und sonst was. Wenn du einfach gut im Kampfsport bist, scheue dich nicht davor. Zeig, wie gut du bist. Zeig, dass du diesen Skill hast. Oder diese Skills. Mach die Menschen neidisch, wütend. Sonst eben. Heißt es nicht, du sollst das extra tun, aber wenn das so ist, dann soll es so sein. Dann ist es halt so. Du kannst dich nicht weiterhin auf diese ganzen Menschen fokussieren. Oh nein, was denken die? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Im Endeffekt sind wir alle miteinander in Konkurrenz und wollen alle nur besser werden. Deswegen hab diesen gesunden Egoismus, arbeite an deinen Skills und übe endlich all deine Skills aus. Ich wollte eigentlich einfach jetzt nur mal so eine kurze Message geben, so eine kurze Motivationsmessage auch so. Egal was ist, lass dir auch von keinem sowas ausreden. Oh, du Träumer, oh, du dies, oh, du das. Ja, das sind nur neidische Wesen. Ja. Hör nicht auf die. Die wissen nicht, was gut für dich ist. Nur du weißt, was selbst gut für dich ist. Wenn du merkst, hier, ich habe diesen Skill und ich merke, das wird was. Ja. Üb diesen Skill aus. Wie ich das Soul Channel gestartet habe, habe ich auch vielleicht nicht 100% an mich geglaubt, aber habe trotzdem gemerkt, dass ich es drauf habe. Und deswegen habe ich nicht aufgegeben. Auch wenn mir Leute dann gesagt haben, ach, das macht doch keinen Sinn, bla bla. Und damit kannst du kein Geld verdienen, bla bla bla. Und jetzt bin ich hier und mache Coaching Calls. Jetzt bin ich hier und kann die Videos monetarisieren. Weil ich dran geblieben bin, habe meinen Soll erfüllt, dass ich endlich ins YouTube-Partnerprogramm kommen kann. So beispielsweise. Und habe auch nur davon geträumt. Habe mir die ganze Zeit geguckt, was muss ich dafür haben, dass ich ins YouTube-Partnerprogramm komme. Mach dich einfach schlau. Wenn du weißt, du hast diesen Skill, ja, du könntest in dieser Sache erfolgreich werden, mach dich schlau. Was du alles für Steps erledigen musst, um dorthin zu kommen, dass du erfolgreich in dieser Sache wirst, dass du irgendwie da Geld verdienst damit oder dass das irgendwie was wird, mach dich schlau. Ich habe mich auch erkunden müssen, okay, wie viele Videos muss ich hochladen, wie viel Wiedergabezeit brauche ich dafür, um ins Partnerprogramm zu kommen, wie viele Abonnenten brauche ich dafür, bla bla bla, erkundigt euch. Jetzt vielleicht nicht mit YouTube, das ist jetzt nur ein persönliches Beispiel, besser könnte ich es nicht beschreiben. Deswegen, manchmal, wir haben Skills und glauben nicht mal richtig daran. Und wenn du noch nicht genau an dich glaubst, dann recherchier vielleicht mal, das ist ganz gut, recherchier vielleicht mal, was du brauchst, um dorthin zu kommen, wo du hinkommen willst, und du wirst sehen, es ist gar nicht so schwer. Ich habe auch gedacht, fuck, ich werde das niemals schaffen, bla bla. Auf einmal habe ich gegoogelt, erkundigt, auf einmal sehe ich, ey, das ist voll machbar. Das ist voll machbar, diese Wiedergabestunden, ja, Wiedergabezeit, Abonnenten, das ist alles machbar. Ich schaffe das. Auf einmal habe ich angefangen mit 8 Abonnenten. Ja, musste mich zu 1000 Abonnenten hocharbeiten. Jetzt sind wir bei über 3000 Abonnenten. Wenn ich das Video hochlade, sind es bestimmt 3100 oder 3050 oder was weiß ich, sind jetzt 3030 jetzt. So. Und es werden immer mehr. Ich musste mich auch da hocharbeiten. Aber ich habe die Vision gesehen. Du musst die Vision sehen. Wenn du einen Skill hast, ja, konzentriere dich auf diesen Skill, mach aus diesem Skill eine Vision. Okay, da will ich jetzt dann hin. Ich habe jetzt diese Vision und ich übe das jetzt so lange aus, bis ich hier hinkomme und meinen Erfolg habe. Das habe ich mir gesagt. Ey, ich will meine 1000 Abonnenten, brauche meine 4000 Wiedergabestunden und sowas, 4000 Wiedergabezeiten und sowas. Und dann kann ich das monetarisieren, dann kann ich ins YouTube-Partnerprogramm. Und genau das habe ich dann gemacht. Gas gegeben, ein Video nach dem anderen, mir Gedanken gemacht für gute Themen und sowas. Nicht einfach irgendein Bullshit, weil ich könnte ja auch hingehen und könnte einfach irgendein Bullshit labern. Ist mir auch scheißegal. Hauptsache ich bekomme Aufrufe, hauptsache ich bekomme Klicks und nein, ich habe mir dann richtig Gedanken gemacht. Und jetzt immer mehr merke ich, wie dieser Skill immer besser wird. Ich kann mich einfach da hinsetzen, laber einfach und es sprudelt aus mir raus, das Wissen. So, vorher war das noch ein bisschen tricky, ja, und dann ist das mir nicht so leicht gekommen und sowas. Aber mittlerweile, ihr habt es selbst gesehen, ich war total unvorbereitet. Auf einmal, ich fange einfach an zu labern. Guck mir einmal, real life, so mache ich die Videos. Ich guck mir einmal das Thema an und dann sprudelt alles raus, wie ein Vulkan. Ich bin ein Vulkan. Deswegen auch rot jetzt. Ich bin ein fucking Vulkan. Ich bin am Brennen. Ich bin ein fucking Vulkan. Alles lodert aus mir raus. Alles bricht aus mir raus. So alles spritzt aus mir raus. So alles, ja, ganze Vulkangestein und Magma und alles kommt raus. All die Energie. Deswegen fokussiert euch auf eure Skills definitiv. Und lasst euch niemals von dieser Welt irgendwas anderes sagen. Die Menschen haben gar keine Ahnung. Die shiften immer mehr in die digitale Welt. Und wenn du nicht mitschiftest, bleibst du hängen wie alle anderen Menschen. Die sich dann auf ihre Jobs konzentrieren, was weiß ich, nur am Suffern sind, die dann nur am Hungern sind, die dann nur gerade überleben.
Willst du überleben oder willst du endlich leben? Und wenn du endlich leben willst, leben, leben, nicht überleben, ja, wenn du endlich leben willst, übe endlich auch deine Skills aus. Und schlaf nicht weiterhin. So, ruh dich nicht darauf aus und sonst irgendwas. Und ja, ich habe ja dieses Geld und ich bin ja so toll. Nein, üb sie auch aus. Mach es auch. Denn nur ein Skill zu haben, aber diesen Skill auszuüben, das wird dich nicht erfolgreich machen. Das wird dich nicht gut machen. Das wird dich nicht rich machen. Was dich rich macht, ist, wenn du auch diesen Skill dann ausübst. Merkst jetzt, oh, ich kenne mich mit dieser und dieser Sache hier aus. Okay, ich übe diese Sache hier aus, werde immer besser in dieser Sache. Und auf einmal, boom, merken das andere Leute, die springen auf mich an, die investieren dann vielleicht in mich oder sonst irgendwas. Gelegenheiten kommen, auf einmal öffnet sich hier eine Tür, hier eine Tür, hier eine Tür. Du weißt nie, was kommt. Deswegen konzentriert euch auf eure Skills. Ihr müsst Skills haben in dieser neuen Welt. Ihr könnt nicht wie alle anderen 0815 Menschen sein, die nur ihr 0815 Leben leben. Ihr seht, wie diese Menschen sind. Wollt ihr wie diese Menschen sein? Und ich will hier keinem was vorschreiben, wenn das nicht dein Traum ist und du willst einfach nur arbeiten gehen. Nur in Anführungszeichen. Ich will hier nichts downgraden. Brauchen alle Menschen, die Jobs machen und sonst irgendwas. Jeder ist wichtig. Und dennoch gibt es einfach Menschen, die haben größere Träume, so wie ich. Wenn das bei dir so ist, dann üb endlich deine Skills aus. Und auf diesem Weg wünsche ich euch nur das Beste. Lasst euch niemals aufhalten. Peace out.